Im ersten Viertelfinal-Hinspiel standen sich die SG Flensburg-Handewitt und GWG Minden gegenüber. Die Partie zunächst ausgeglichen, beide Mannschaften wussten ihre Chancen meist zu nutzen und so stand es nach 8 Minuten 4:4. Doch dann drehten Artjom Antonovic und seine Mindener auf. Aus einer stabilen Abwehr mit einem starken Bastian Räber im Kasten zog der Sieger der Staffel Nord über 8:4 und 12:6 bis zur Pause auf 18:10 davon. Das Spiel schien entschieden. Doch die Flensburger kämpften sich in der zweiten Hälfte in die Partie zurück. Angetrieben von den 750 Zuschauern in der Urhölle Nord holten sie Tor um Tor auf und kurz vor Schluss konnte Mike Williams dann sogar auf 27:28 verkürzen. Zumindest ein Unentschieden schien nun noch möglich. Im direkten Gegenzug bewahrte Phil Holland jedoch kühlen Kopf und markierte trocken das 27:29. Die Flensburger konnten zwar noch einmal verkürzen, Sieger blieben aber die Mindener, die nun am Samstag beim Rückspiel in Dankersen die etwas besseren Chancen auf den Halbfinaleinzug haben. Im zweiten Viertelfinal-Hinspiel empfing Essen Berlin. Im Vorfeld träumte Tusen-Trainer Marc Dragunski davon, Bob Hannings Jungfüchse mit einer 3- oder 4-Tore-Niederlage auf die Heimreise zu schicken. Nach den starken Auftritten beim Rookie Cup sowie der Verstärkung mit Zweitligaspieler Julius Kühn eigentlich auch gar nicht mal so unrealistisch. Es sollte aber ganz anders kommen. Der sonst so starke Essener Rückraum biss sich am Berliner Mittelblock die Zähne aus und kam doch mal was durch, war dies meist Beute des glänzend aufgelegten Füchse-Keepers Maximilian Kroll. Die Berliner konnten so ihr gefürchtetes Tempospiel aufziehen und am laufenden Band einfache Tore markieren. 1:5, 4:11 und 8:18 lauteten die Zwischenstände, 11:21 stand es zur Pause. Das hatten sich die 600 Zuschauer auf der Margaretenhöhe sicher anders vorgestellt. Auch in der zweiten Halbzeit wurde jedwede Hoffnung auf einen ausgeglichenen Spielverlauf enttäuscht. Die Tusen-Jugend bekam das Füchserudel einfach nicht gezähmt. Im Gegenteil, der amtierende Meister konnte seinen deutlichen Vorsprung sogar noch über 31:15 auf 43:21 ausbauen und kann somit schon jetzt für das Halbfinale planen. Im Halbfinale werden die Jungfüchse entweder auf den Nachwuchs des TV Großwallstadt oder den der SG Pforzheim-Eutingen treffen. Deren Viertelfinal-Hinspiel in der Großwallstädter Gemeindehalle begann zäh. Torerfolge wie dieser waren zunächst eine Seltenheit und so stand es nach 13 Minuten gerade mal 4:3. Die Großwallstädter fanden dann aber nach und nach besser ins Spiel und bauten ihre Ein-Tore-Führung Stück für Stück aus. In der 21. Minute war diese auf 5 Treffer angewachsen und so nahmen die Pforzheimer Trainer beim Stand von 11:6 die Auszeit. Ihre Worte zeigten Wirkung, innerhalb von 6 Minuten verkürzte der Sieger der Staffel Süd mit beherzten Aktionen auf 12:10. Doch auch Großwallstadt konnte nochmal eine Schippe drauflegen und so nahmen die TVG Junioren letztlich doch noch eine recht komfortable 14:10 Führung mit in die Kabine. Nach Wiederanpfiff konnten die Großwallstädter weiter erhöhen. In der 38. Minute hieß es bereits 18:12 und alles sah nur nach einer Vorentscheidung aus. Die Pforzheimer gaben sich aber nicht geschlagen, sondern kämpften sich zurück ins Spiel. Spätestens beim 23:21, 8 Minuten vor Schluss, war die Partie wieder völlig offen. Mit der Spannung stiegen aber auch die Hektik und die Anzahl der Zeitstrafen. Großwallstadt hier sogar bis auf 3 Feldspieler dezimiert. Dass man aber auch in Unterzahl wichtige Tore erzielen kann, zeigte kurz darauf Lars Spieß mit diesem Treffer zum 25:23 in der 57. Spielminute. Das Tor war zugleich auch die Vorentscheidung. Großwallstadt gewann am Ende mit 26:24 und nimmt so einen 2-Tore-Vorsprung mit zum Rückspiel nach Pforzheim. Vom vierten Spiel, dem Duell zwischen den Junglöwen und dem Nachwuchs des VfL Gummersbach, können wir euch leider keine Bilder zeigen. Der Ausgang lässt dabei ein spannendes Rückspiel erwarten und vielleicht klappt es ja mit diesem.